Simon, White, das Album heißt Silver Silver und ich habe extra mal, weil ich das in dem Falle wirklich auch nochmal betonen möchte, die anderen Alben auch mitgebracht, die Vorgängeralben. Die sind auch alle wirklich wunderschön. Also ich habe es vorhin schon gesagt, man kann auch im CD-Zeitalter wirklich schöne Sachen machen. Das ist das erste Album. Also es ist übrigens, offiziell gab es wohl noch ein Album davor, habe ich gerade im Netz gelesen. Also es ist dann eigentlich das Debüt, was in der Presse als Debüt bezeichnet wird, das zweite gewesen, aber egal. I Am The Man von ihr. Auch alles, wie gesagt, Cardboard, sehr schön, alles ein etwas anderes Format. Mit sehr schönen alten Fotos. Auch das zweite Album sieht sehr altmodisch aus. Es hieß, glaube ich, Yakimo. Beide Alben eher so ein bisschen Folk und Country angehaucht durchaus. Und das ist das neue Album. Das ist Silver Silver von Simone White. Auch das wieder eine ganz zauberhaft aufgemachte CD. Und nicht nur das, es ist auch ganz zauberhafte Musik, wie ich finde. Sie hat einen Schritt gemacht, und zwar einen nicht kleinen. Sie hat sich von der Folk-, Country- und Singer-Songwriter-musikmäßigen Art ein bisschen wegbewegt, hat mit Musikern zusammengearbeitet, die von einer in Los Angeles beheimateten Band namens Fall Chen stammen, die mir allerdings zugegebenermaßen nichts sagt. Wie heißt die? Fall Chen, also F-O-L-C-H-E-N. Ich hatte den Namen noch nicht vorher gehört, gerade gelesen. Aber ich dachte, ich erwähne es mal, vielleicht sagt es ja doch jemandem was. Und jetzt ruft schon jetzt jemand an, der diese Band kennt. Aber das Gewinnspiel, es gibt später noch ein Gewinnspiel tatsächlich, aber bevor wir die Nummer nicht gesagt haben, darf man auch nicht anrufen, das geht natürlich nicht. Simone White, junge Frau, geboren auf Hawaii, in der ganzen Welt rumgekommen, hat wohl auch eine sehr skurrile Familie, beziehungsweise eine Großmutter, die wohl burlesque, also hier steht nur eine burleske Großmutter, heißt das dann, dass sie eine burleske Tänzerin war? Ich weiß es nicht genau. Und ihre Tante hat Popsongs geschrieben, von denen sie auch durchaus welche schon aufgenommen hat auf ihren Alben. Und ja, das neue Album, ich habe schon gesagt, mit neuen Leuten ein bisschen mehr experimentiert, ein bisschen jetzt die Elektronik auch mit reingelassen, mit Field Recordings gearbeitet. Das sind zum Teil zwischen den Stücken auch erstmals so kurze Miniaturen, die dann rein instrumental oder nur klanglich sind. Und dazwischen dann wieder Stücke, es sind auch zwei, drei Stücke drauf, die sehr klassisch Simone White sind. Klassisch heißt sehr schlicht. Stimme und dann vielleicht noch eine Gitarre oder ein anderes Instrument dazu. Und die Stimme ist, finde ich, auch eines ihrer ganz, ganz großen, wichtigen Merkmale. Die ist nämlich wunderbar. Und bevor ich weiter schwärme, frage ich jetzt mal in die Runde, ob das denn irgendjemand mit mir teilt, diese Meinung. Niemand, ja. Doch, doch. Ah, doch, gut. Ah, ihr seid nur so bescheiden. Also, wieso? Ich habe ja aber nur, ich kenne nur das Video. Du kennst ich jetzt kenn, das, ja. Kenne nicht die, ja. Das Album, aber das fand ich wirklich sehr, sehr interessante Musik. Ich meine, es ist in gewisser Hinsicht, ich will nicht sagen, eine Fortführung dessen, was wir davor gehört haben, mit etwas anderen Mitteln. Es ist ruhiger gewesen, aber es hatte natürlich auch eine gewisse rhythmische Spannung hinten raus, finde ich. Es gibt ja nachher auch noch andere Themen irgendwie und scheint mir ja so ein roter Faden zu sein. Es gibt durchaus Parallelen mit Themen, die wir nachher besprechen werden, die sehr ruhig sind, sehr zurückgenommen, also eine Verlangsamung, also im Grunde genommen ja ein Trend, den es ja schon seit ein paar Jahren gibt, zu der großen, bunten, schnellen Medienwelt. Ja. Musikalische Gegentrends zu setzen. Genau. Ja. Dann frage ich mal euch, ihr habt aber, glaube ich, das Album, vom Album auch was gehört, ne? Also ich habe ins Album reingehört. Ich finde, also bei dem Song und auch in Teilen bei dem Album ist es so, dass sie schöne Stimmungen aufbaut und die dann aber immer nicht so ganz halten kann. Also ich finde zum Beispiel bei dem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, der geht los und hat eine totale Wärme und hat eine tolle Stimmung. Auch in Verbindung mit dem Video jetzt gerade, das habe ich das erste Mal gesehen, finde ich super. Aber auch die Stimme finde ich großartig. Also klingt, finde ich, genau wie Cat Power stimmlich gesehen. Mhm. Ich finde aber nach hinten raus hält sie das nicht so ganz, kann diese Spannung nicht halten und ich finde irgendwann plätschert das nur noch so vor sich hin. Und also ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen Stimmungslagen abhängig, in der man das hört. Also ich kann mir vorstellen, wenn man in der entsprechenden Stimmung dazu ist, dass einen das durchaus dann auch trägt und dann entsprechend man sich auch in dieser Musik ergehen kann. Jetzt und auch beim vorherigen Hören war ich in dieser Stimmung nicht und hatte wirklich so ein Problem, auch die Aufmerksamkeit zu halten und wirklich da ganz mitzugehen. Okay. Ja, Carlo, ging das auch so? Mein Thema ist es nicht. Okay. Also ich finde, stimmungsmäßig, ja, kann man irgendwie bestimmt, gibt es da einen Zeitpunkt und einen Ort, wo das gut funktionieren kann.
Aber für mich ist es so ein bisschen wie Hintergrundrauschen um 12 Uhr nachts. Mhm. Also wenn ich nicht die Grillen zirpen hören will, dann kann ich die Platte anmachen. Okay. Ja gut, dann bin ich ja allein, fast alleine mit meiner Meinung. Nicht ganz, aber fast alleine. Naja, also ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Sich Simon White geben, der die Stimme mag, auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Die beiden Vorgängeralben, ganz famos und auch meiner Meinung nach auch das neue Album, das mit Stimmungen und so Elementen arbeitet, das ist wahrscheinlich, also ich würde jetzt einfach nochmal sagen, um es ein bisschen euch mit ins Boot zu kriegen, wenn man sich ein bisschen, das ist so ein Album, das muss man sich eben auch einfach nochmal ein bisschen öfter anhören. Das ist so diese Grower, die so mit der Zeit, wo dann auch Stücke, die man beim ersten Hören noch so als plätschernd empfindet, vielleicht irgendwann dann ja doch irgendwie nicht mehr aus dem Gehörgang kriegt. Und also ich persönlich muss wirklich sagen, mich hat dieses Album ziemlich umgehauen, deswegen, also für mich ist es ein ganz, ganz großer Tipp von mir, also sozusagen mein privater Tipp. Ist jetzt eindeutig Silver Silver Simone